Donnerstagabend, 21 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Alex und Ragnar Zuhörer, zu Folge 25. Und ich habe gerade schon gelesen, der Olli hat mich geschrieben. Ein Vierteljahrhundert, genau. Und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid, wo immer ihr uns auch erreicht und einschaltet. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Eure Kommentare ist unser Applaus. Wir leben davon und freuen uns sehr. Guck mal hier. Viva, viva. Und was habe ich hier gerade gelesen? Schneefreie Kuddelwörde. Junge, Junge, Junge. Ach, wo schneefrei? Wir haben jetzt hier, glaube ich, ich wohne hier in der Schneehauptstadt Deutschlands. Wir hatten gestern minus 24 Grad gehabt und ich werde jetzt 4 Tage Schlitten fahren. Und das ist ein absoluter super Geheimtipp gegen irgendwelche Lockdown-Blues und schlechte Laune. Rausgehen, Sonne, knackige Kälte und den Berg runterheizen. Das macht so viel Spaß. Man fühlt sich gleich gefühlt 40 Jahre jünger. Also, ich jedenfalls. Sensationell. Und ja, ich habe gearbeitet. Aber schön zu hören, Ragnar, wie es wäre, ja. Wenn. Ja, ganz gut. Komm vorbei, dann stechen wir ein Rennen bei uns am Hausberg. Ja, ich glaube, da gibt es Sachen, die das verhindern, dass wir uns treffen können. Aber sei es drum. Wir machen das irgendwann nochmal nächsten Winter höchstens, spätestens. Genau, also 25. Folge, richtig klasse. Wir haben durchgehalten bis hierher und es hat extrem viel Spaß gemacht, Ragnar, würde ich sagen. Also ich fand es sensationell bisher und freue mich jeden Donnerstagabend drauf. Also wollen wir mal hoffen, dass die nächsten 25 mindestens genauso werden. Wir können ja sogar heute ein bisschen was ankündigen, denn wir haben ein bisschen Veränderungen mitgebracht. Aber das sagen wir euch ganz am Schluss erst, was euch nächste Woche nämlich erwartet und wie wir das ein bisschen umstrukturieren. Und genau, letzte Woche hatten wir Thomas Seliger da, unseren Resilienz-Coach, der ein bisschen was erzählt hat zu dem Thema Resilienz-Teams. Wir haben ja dennoch Microsoft Viva auch bekommen, das haben wir jetzt ja heute in der Folge mitgebracht. Genau, kann ich eigentlich nochmal hier schnell den Blender einblenden, was haben wir da eigentlich heute? Und genau, und heute Abend 22 Uhr natürlich wieder auf Clubhouse auch das Thema Teams abseits der Technik, Resilienz am Arbeitsplatz, wollen wir über Ziele sprechen. Also wer alles auf Clubhouse mit dabei ist, können wir uns gleich heute Abend um 22 Uhr auch wieder treffen. Ich freue mich heute sehr auf Franzi Stubbemann, die wir heute mit in der Show dabei haben und werden uns ein bisschen austauschen zum Thema Change Management, Adoption, Teams, so das ganze Thema da drum wollen wir sprechen. Bevor es aber losgeht, wisst ihr, kommen wir erstmal zum Gewinnspiel. Genau, und wir haben wieder sensationelle Preise für euch. In diesem Fall ist es das Poly Blackwire 8225. Ich glaube, eins der besten Headsets, die wir irgendwie am Start haben. Erkennt ihr immer den roten Kabel? Finde ich auch geil gemacht von der Marketing her. Das macht mich so fertig. Ne? Ich will ja immer irgendwie halt Redwire sagen. Ja. Oder irgendwie halt Blackbird, wie dieser alte Beatles-Song. So sieht es jedenfalls aus. Das ist meins. Ihr bekommt ein ganz frisches. Ist halt Teams-zertifiziert, hat ein Kabel, hat ja auch tolle Tasten zum Lautstärke und für die Muten. Ihr könnt auch muten, indem man einfach das hier dann hochmacht wieder. Und es klingt ganz hervorragend. Vor allen Dingen ist es halt Microsoft Teams zertifiziert und reduziert auch die Hintergrundgeräusche, wenn morgen bei euch im Homeoffice was los sein sollte. Genau. Das ist sensationell. Erkennt ihr, wie gesagt, am roten Kabel. Eine wirklich tolle Sache. Und das könnt ihr auf jeden Fall heute mitnehmen. Also brav wieder mitmachen beim Gewinnspiel. Oben rechts den QR-Code oder unten läuft es ja gerade noch durch. Ich blende es dann nachher auch nochmal gerne ein. Ja, dann wollen wir gleich rüberspringen zu unserem Gast für heute und da kommt schon der Engel. Hallo, liebe Franzi, wir grüßen hey, dich. Hey, Franzi. Hallo, vielen Dank für eure Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Freude. Und ich will das ja immer, oder ich nutze diese Zeit ja auch immer, dann mal zu sagen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und ich finde es ja schön, denn wir haben ja nicht nur Social Media Kontakt gehabt, sondern wir haben uns ja noch tatsächlich im echten Leben mal getroffen. Du hast mich angesprochen, zumindest ist das so meine Erinnerung, du hast mich angesprochen in Las Vegas, richtig? Da Im letzten pandemiefreien Jahr, ne? Da konnte man noch reisen. Ja. Genau, da haben wir es noch Las Vegas noch geschafft, zur Microsoft Inspire, ne, und haben uns da ausgetauscht und mal so angeguckt, was Microsoft zu bieten hat und uns ein bisschen vernetzt miteinander und auch noch mit anderen. Genau, ja, ganz spannend. Da bin ich auch wirklich froh, dass das 2019 stattgefunden hat, weil sonst wäre es schwierig geworden.
Ja, wobei wir ja auch in Deutschland nicht so weit voneinander entfernt leben, ne? Das haben wir schon festgestellt, genau. Bremen ist ja quasi um die Ecke von Nienburg. Ich liege ja genau zwischen Hannover und Bremen. Mhm. Und genau, das haben wir schon festgestellt. Und du bist auch, das können wir schon mal vorwegnehmen, ne? Ich weiß nicht, ob wir da heute noch drauf kommen, aber du machst ja auch das Meetup in Bremen für 12 Minutes, ne? Genau, die 12-Minutes-Veranstaltung, das ist ja eine deutschlandweite, mittlerweile sogar europaweite Event-Reihe, die da stattfindet. Genau, im Moment leider ein bisschen, findet es ein bisschen anders statt. Wir in Bremen haben uns dazu entschieden, das nicht online zu machen. Es gibt aber viele 12-Minute-Events, die jetzt teilweise online stattfinden. Ja, genau, wir hoffen, dass dann bald, jetzt haben wir auch schon ein Jahr Pause, also das letzte Mal hat es tatsächlich im Februar letztes Jahr stattgefunden und wir hoffen, dass wir dann bald wieder in kleinerer Runde oder in veränderter Teilnehmerzahl, genau, live. Ich kann zumindest noch abschließend dazu kurz sagen, denn habe ich ein Jahr lang kein schlechtes Gewissen gehabt, denn ich bin, glaube ich, jedes Mal eingeladen worden. Ich wollte auch jedes Mal kommen, aber irgendwie habe ich es jedes Mal nicht geschafft und jedes Mal denke ich so, oh nein. Aber gut, mal gucken. Nächstes Jahr ist vielleicht wieder unser Jahr, wenn es irgendwann wieder durchstarten und dann treffen wir uns da auf jeden Fall mal wieder. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die dich noch nicht kennen sollten. Wer ist Franzi Stubemann und was machst du? Ja, sehr gerne, genau. Ja, mein Name ist Franzi Stubemann. Ich bin nicht 25, sonst hätte es heute noch besser gepasst, sondern habe das dritte Mal genullt. Genau, und ich arbeite bei der Affinis. Viele kennen oder andersrum, die mich kennen, kennen mich vielleicht noch als PTS Group. Die PTS Group und die Affinis haben jetzt zum 1.2. sich zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften eben weiterzumachen. Genau, und konzentrieren uns auf die Technologien Microsoft, SAP, Adobe und ServiceNow. Genau, und ich eben speziell im Bereich Microsoft, wobei das auch gar nicht so ganz stimmt, weil so richtig der Techniker oder die Technikerin bin ich nicht. Also Microsoft Teams, da finde ich mich wohl gut zurecht und kenne da auch so die einen oder anderen Tricks und Kniffe. Genau, aber was jetzt Technik angeht, da gehöre ich nicht zu. Ich bin nämlich im Bereich Change Management unterwegs. Das heißt, was muss man an den Mitarbeitenden machen? Das heißt, es geht ja nicht nur um eine Technologie, die eingeführt wird, sondern im Endeffekt geht es immer um die Mitarbeitenden, um die Menschen, die es nutzen, weil eine Technologie, die nicht genutzt wird, hilft uns allen nicht weiter. Genau, und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel. Genau, und beschäftigen uns eben vornehmlich damit, den Leuten die Einführung einfach zu machen, Microsoft Teams dann auch so zu gestalten, dass es eben für das Unternehmen perfekt passt, also nicht zu viel, nicht zu wenig, dass sich da auch jeder mit zurechtfindet. Genau, und damit beschäftigen wir uns so den lieben langen Tag. Genau, ich habe zwei Kinder, das so zum Privaten, deswegen bin ich ganz glücklich über meine Microsoft-Kopfhörer, die auch Noise Cancelling mit sich bringen. Das erleichtert doch das ganze Homeoffice-Thema dann nochmal ein bisschen. Ne? Wir brauchen sie nicht mehr wegen Flügen und Reisen und Zügen, sondern nur noch für die Kinder. Genau. Ja, oder gegen genau. Die Kinder, weiß ich jetzt nicht, wie du das meinst, aber ja, ich habe es verstanden. Genau. Ja, das sind ja auch die Schnittmengen, die wir ein bisschen miteinander haben, denn das ist ja auch bei uns das oder bei mir das große Thema eben Change und Einführung, Teams und wie machen wir es denn eigentlich, damit eben die Akzeptanz da ist. Und ich glaube, das ist ja auch genau das Kernthema. Wenn wir mal ein bisschen ins letzte Jahr reingucken, würde mich mal interessieren, wie hast du das denn wahrgenommen bei euren Kunden, die ihr da unterstützt hinsichtlich der Pandemie. Also waren ja sicherlich auch einige dabei, die da recht kurzfristig aufgesprungen sind dann. Wie hast du das so wahrgenommen? Also ich finde, es war tatsächlich zweigeteilt. Wir hatten eine ganz große Gruppe an Kunden, die waren vorher schon vorbereitet. Mit denen hatten wir eben dann eine Teams-Einführung schon. Das heißt, sie konnten die ganze Kommunikation und die ganzen Dateiablage und so weiter und so fort über Teams gestalten. Konnten dann gleichzeitig auch über das VPN weitere Programme oder Systeme nutzen. Also da würde ich sagen, eine Hälfte war echt ganz gut schon aufgestellt, auch wenn man dem Mittelstand ja nachsagt, das kriegen die jetzt nicht so schnell hin, Digitalisierung ist nicht so deren Thema. Doch, gab es da doch einige, die wirklich vorab zum Glück schon vorbereitet war dann zum Boom oder zum ersten Lockdown, ist es dann ja auch nicht so ganz einfach gewesen, das auf die Kürze und auf die Schnelle alles einzurichten im Zweifel. Genau, und die andere Hälfte, die brauchte da vielleicht ein Stückchen mehr Unterstützung. Genau, aber da macht Teams einem das natürlich auch einfach, dass die Kommunikation mit dem Kunden und auch untereinander.
Genau, und da möchte ich auch sagen, dass viele da eigentlich sehr offen waren. Also ich glaube, die Pandemie, so verhasst sie jetzt mittlerweile, oder von Anfang an, aber mittlerweile, glaube ich, gehen wir echt alle auf den Zahnfleisch. Die einen, weil sie keine Kinder haben, die anderen, weil sie Kinder haben. Das ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Genau, so, und ich glaube, viele haben es aber dann tatsächlich, brauchten so einen kleinen Extra-Push und sind aber jetzt auch auf dem super Weg. Und dafür war vielleicht dann die Pandemie auch doch ganz gut, dass viele eben gemerkt haben, Mensch, ich muss gar nicht im Großraumbüro beieinander sitzen, sondern ich kann das über einen digitalen Kommunikationsweg, in diesem Fall, was denn ja Teams ist, umsetzen. Ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist, aber... Genau, ich wollte kurz sagen, also ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ich war auch, würde auch sagen, positiv. Es gab doch viele, die schon weiter waren, die also auch vorbereitet durchaus waren, die damit gut umgegangen sind. Und genau die andere Hälfte, die dann eben aber auch genauso schnell dann ein bisschen reagieren musste. Was ich natürlich immer spannend fand, vor der Pandemie hatten wir immer die Situation, Mensch, Teams ist kein Chat-Tool, ne? Teams ist mehr. Dann gingen wir in die Pandemie und seit dem Sommer, so Teams ist kein Videokonferenz-Tool, Teams ist irgendwie mehr. Und ich finde es jetzt ganz spannend zu hören und zu sehen, und das würde mich auch interessieren. Jetzt haben wir schon doch viele Anfragen, würde ich sagen, die eben sagen, gut, wir haben jetzt mit Teams letztes Jahr angefangen, war auch alles toll und eigentlich, wir haben auch verstanden, dass wir das brauchen, weil wir sitzen im Homeoffice und wir hatten keine Cloud-Strategie, wir müssen irgendwie an Dateien rankommen und auch Kommunikation betreiben. Aber die dann natürlich auch merken, jetzt haben wir irgendwann schnell Wildwuchs in unserem Teams-Team, weil die werden halt vogelfrei angelegt, die Teams, und da redet auch keiner so richtig miteinander. Ich weiß nicht, hast du da auch irgendwie in letzter Zeit ein bisschen was mitgekriegt? Hat sich das da verändert? Kommen die Leute auf euch zu und sagen, wir haben es zwar eingeführt, aber irgendwie brauchen wir jetzt trotzdem nochmal Hilfe? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, ne? Auch gerade dadurch, dass Microsoft ja anfangs die Lizenzen kostenfrei und in Massen rausgegeben hat, was natürlich total cool war, weil man einfach schnell starten konnte und die Budgetierung da vielleicht nicht unbedingt am ersten Schritt abhaken musste, sondern erstmal in die Praxis gehen konnte, fällt das tatsächlich auf. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Systemen, man muss sie richtig nutzen und es nützt dann auch nichts, wenn ich da jetzt einfach wild irgendwelche Karteileichen oder irgendwelche Schatten-ITs, wie man so schön sagt, noch hinten rumbaue. Genau, also das ist definitiv ein ganz großes Thema, dass da eben nachgearbeitet werden muss. Und wie du schon sagst, so zu den intensiven Lockdown-Zeiten, wo wirklich auch keiner ins Büro gehen wollte, konnte, durfte, wie auch immer, war es ja in erster Linie dafür gedacht, miteinander zu telefonieren, sich zwischendurch auch mal zu sehen, Nachrichten auszutauschen. Und jetzt geht es aber ja darum, okay, was kann Teams eigentlich noch alles? Ne? Also ich kann meine Dateien gleichzeitig bearbeiten, etc., etc. Da müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so ganz viel weiter ins Detail gehen, aber auch welche Applikationen kann ich vielleicht noch mit einbinden und welche Prozesse dadurch ausschalten, weil es geht ja nicht nur darum, einfach ein neues Tool obendrauf zu legen, das da heißt Microsoft Teams, sondern vielleicht auch Prozesse zu verschlanken. Also wo kann ich noch ein bisschen was einsparen und wo kann ich das vielleicht noch ein bisschen schlanker gestalten? Und ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel draus gewinnen. Und da haben wir durchaus auch bestehende Kunden, bei denen wir dann Teams schon eingebaut haben oder eingerichtet haben. Das Thema, dass man da jetzt noch so ein bisschen das Feintuning macht sozusagen, ja, und wirklich überlegt, was, ja, wie gesagt, welche Applikationen kann ich einbinden und welche Prozesse sind jetzt vielleicht schon überfällig oder hinfällig. Genau. Ich finde es ganz gut, der Christian hat es ja gerade geschrieben, ich blende es nochmal ein, ne? Wer hat denn schon Probleme mit Wildwuchs, mit dem Smiley entsprechend, genau, weil wir, ich sage immer so ein bisschen, du kannst nicht ein bisschen schwanger sein, ne? Also entweder bist du schwanger oder bist es nicht, ein bisschen schwanger gibt es halt nicht, und ich glaube, die Gefahr, die immer besteht, ist, dass wenn du Teams als Kommunikationstool nutzt, dass irgendwann einer in der Firma doch mal guckt, was eigentlich unter diesem Reiter Teams ist und dann guckt und sagt, Mensch, guck mal, da kann ich ja ein Team anlegen, welchem Team bin ich denn? Ach, ich bin ein Vertriebsteam. Super, lege ich das mal an. Oh, ich kann Kanäle anlegen. Was mache ich da? Mache ich einen Kundenkanal? Oh, geil, jetzt können wir mit den Kunden da drin arbeiten. Und dann verselbstständigen sich plötzlich so Dinge. Und dann ruft er noch in sein Vertriebsteam rein. Du, wir machen jetzt in Teams. Da kann man alles drin machen. Und drei Leute haben es gar nicht gehört. Die öffnen es nicht. Ja. Die anderen drei arbeiten intensiv drin. Und plötzlich hast du Chaos, weil eben ja, und die eine Hälfte gesprochen wurde.
Genau, und die eine Hälfte des Vertriebs arbeitet über Teams, die andere arbeitet immer noch über den Avaya-Chat oder wie auch immer. Das macht es dann natürlich auch doppelt oder womöglich noch eine WhatsApp-Gruppe, auch das soll es ja geben. Das ist dann natürlich besonders schwierig. Das stellt man dann schnell fest. Womit wir immer ganz gut fahren, ist tatsächlich da so eine Kommunikationsrichtlinie rauszugeben. Das heißt, wirklich ein paar Regeln, wer darf was anlegen, wer darf wie posten, in welche Kanäle darf wie gepostet werden. Also gerade wenn man jetzt von so einem übergreifenden Team spricht, in unserem Fall ist es dann das Affinis-Team, wo alle Mitarbeitenden sind, das sind über 200, 225, glaube ich, Mitarbeitende. Das ist natürlich eine Masse, wenn da jetzt jeder anfängt, jedes Geburtstagskuchenstück irgendwie in den gleichen Kanal zu posten, dann verliere ich ja die Übersicht, wo jetzt der Vorstand vielleicht eine wichtige Information rausgibt oder wo eine neue Technologie-Info kommt oder. Genau, und dafür finde ich das, oder finden wir es ganz hilfreich, wirklich eine Kommunikationsrichtlinie rauszugeben. Also wie hat so ein Post in welchem Kanal auszusehen? Das haben wir mit einem unserer Kunden in Berlin ganz gut gemacht, die deutlich kleiner waren. Also es waren deutlich, stimmt gar nicht, es waren 80 Mitarbeitende. Und da wirklich zu sagen, so und so hat zu laufen und dann noch so eine Art Teams-Polizei einzurichten, also in am Anfang wirklich 2, 3 Mitarbeitende, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, zu gucken, was passt da vielleicht nicht so gut und das dann aber in freundlichen Worten in die richtige Richtung zu lenken. Da sind wir tatsächlich ganz gut mitgefahren. Also ich glaube, sowas kann dann auch keine Technologie ersetzen, da muss man dann auch ein bisschen miteinander aufpassen. Also da macht die Technologie auch nicht alles fett. Das finde ich jetzt gut. Ragnar, hast du das auch schon mal gehört, Teams Polizei? Habt ihr das auch bei euch? Das ist irgendwie immer anders, genau, aber es gab solche Good Cop, Bad Cop Strategien auf jeden Fall. Franzi, was ich gerne wissen würde zum Thema Netiquette und diesen Richtlinien und diesen Regeln und Regelwerken, macht ihr das so, dass ihr sagt, Mensch, ihr habt bei euch im Unternehmen so viel Erfahrung rund um Teams-Einführung, ihr habt einfach schon solche Standard-Empfehlungen, die einfach jedem Kunden halt gut tun und helfen? Und sagt ihr, nee, das ist bei jedem Kunden so stark anders, wir entwickeln diese ganzen Netiquetten und Teams-Etiketten alle für Kunden spezifisch? Also aus meiner Erfahrung gibt es immer so ein Grundgerüst, das ist ähnlich, also was wir natürlich als Vorschlag geben können. Im Endeffekt muss das Unternehmen selber wissen, baue ich meinen allgemeinen Kanal so oder so auf oder was erlaube ich da drin. Wir fahren aber doch ganz gut mit so einem Grundgerüst, wo ich eben festhalte, wie welche Nachricht in welchem Kanal auszusehen hat. Das ist dann zumindest für die Übergeordneten. Da gibt es ja natürlich aber auch Unterschiede. Sprechen wir jetzt von dem 80-Mann-Laden in Mann- und Frau-Laden in Berlin oder von den 1.100 Mitarbeitenden, die deutschlandweit verteilt sitzen, wo es dann auch darum geht, Mensch, wenn der Vorstand jetzt hier mal einen Teams-Call macht, dann ist das kein Teams-Call mehr, sondern dann ist das ein Live-Event oder wie auch immer das aussehen kann. Genau, also da werden natürlich immer wieder ein bisschen angepasst, aber ich denke, so ein grobes Gerüst gibt es schon, aber dann natürlich immer angepasst auf Größe und auch auf Anwendung des jeweiligen Unternehmens. Macht ihr die Live-Events dann wirklich nur, weil quasi die Teams-Meetings an die Grenzen kommen? Oder macht ihr Live-Events auch, weil es kulturelle Vorteile hat, weil man einfach weniger stören kann bei dem Live-Event? So. Ja, ich denke, auch da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wofür will ich es nutzen. Ne? Also in dem Beispiel jetzt, das ist ein Münchener Unternehmen. Gut, die Teamspolizei, ich sehe schon, die findet hier neue Anhänger. Nein, genau, also in diesem Fall war es jetzt wirklich, das waren die 1.100 Mitarbeitenden und der Vorstand hat so eine, wie sagt man, Norddeutsch Town Hall Meeting gehalten. Und da ging es wirklich darum, so ein bisschen Informationen weiterzugeben. Da bot sich das an. Ansonsten, meine Kollegin Lisa Heise koordiniert das bei der Affinis und leitet da den Bereich. Und ich glaube, sie sagte auch mal, Mensch, der Austausch ist ja eigentlich auch ganz schön. Also eigentlich wollen wir ja hören, was alle anderen auch zu sagen haben. Deswegen haben wir bei der Affinis selbst ausschließlich Team-Video-Calls oder Calls und nutzen die Live-Events nicht, damit eben jeder die Möglichkeit hat zu kommentieren oder sich mal zu unmuten und seinen Senf in Anführungszeichen dazu zu geben. Apropos Senf dazugeben, jetzt kommt natürlich was alle von mir erwarten. Man könnte ja auch Yammer nutzen, um dann diese Microsoft Teams Live-Events in Yammer reinzustreamen, um dann wiederum synchron zur Echtzeit in Yammer zu kommentieren. Habt ihr euch das schon mal überlegt, ob euch das bringen würde? Ganz bestimmt. Ich
ich bin tatsächlich gar nicht so der ganz große Yammer-Fan, weil ich das Gefühl habe, bei ganz vielen Kunden führt das zu Verwirrung. Wofür habe ich jetzt was zu nutzen und wie nutze ich das am besten? Das ist aber natürlich dann meine Brille und da bin ich auch ein bisschen geframed. Genau, also das ist aber definitiv eine Option, die man für sowas sehr ganz gut nutzen kann. Genau, ist wirklich ein bisschen nischiger Fall, aber ich finde es, wie gesagt, ich hab auch bei uns im Unternehmen nutzen wir eigentlich immer nur Live-Events und die Moderation der Kommentare ist halt sehr stark gefiltert und zensiert. Würde man das jetzt in Yammer halt einbinden, dann könnte man wirklich halt unplugged kommentieren, aber das muss natürlich auch unternehmenskulturell halt gewünscht sein, weil es natürlich auch erstmal ein Ventil ist, wo man eigentlich einiges dann auch dann rauslassen kann, was eventuell nicht so, gewünscht ist. Also ja, Yammer ist halt eine Unplugged-Erfahrung. Muss man halt auch aushalten können. Hast gleich ein Herzchen von Fabian gekriegt. Danke, Fabian. Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon das Gefühl, mit der Nutzung von Microsoft Teams wird da der generelle Austausch offener. Also ich habe das schon erlebt, dass vorher, ich kam in dieses Unternehmen, jeder hat sich gesiezt, die Türen waren geschlossen, jeder saß in seinem einzigen Büro und wollte da auch nicht weiter mit den anderen kommunizieren und dann, ob es jetzt durch Teams oder durch die einhergehenden Austausche und Meetings und Events war, ist es dann aber doch so, als ich gegangen bin oder als Teams eingeführt war und wir mit der letzten Phase sozusagen durch waren und ins laufende Projekt oder ins laufende Geschehen eingestiegen sind, war es dann tatsächlich so, dass das Ganze ein bisschen lockerer wurde und da war das dann auch plötzlich gewünscht, dass jeder da ein bisschen zu kommentieren konnte. Also das ist so ein bisschen das Gefühl, was wir da mitnehmen, dass auch die großen, ja, mit 1100 Mitarbeitenden schon fast in Konzernstruktur lebenden Unternehmen dann plötzlich doch merken, na, vielleicht ist ja doch ganz gut, wenn wir hören auf alle anderen und wir nehmen da noch ein bisschen was mit. Also das ist so ein bisschen das, was wir da mitgenommen haben. Sehr gut, ja. Hier kommt schon, kommt diese auch eine Gemma-Polizei. Genau. Damit hast du jetzt was losgetreten hier. Franzi, ich muss da eigentlich nochmal ganz kurz zurückkommen. Wir sind da eigentlich wieder von weg, ne? Aber mich hat es jetzt, also das ist jetzt so unter Kollegen mal ausgetauscht, ne? Ich kann mich an gute Kunden erinnern, da hat die IT dann etwas übermütig die Teams-Polizei gespielt. Allerdings war das nicht offiziell vorgesehen, sondern die haben das halt einfach gemacht. Und das kam gar nicht gut an. Wie habt ihr das verkauft? Das glaube ich. Da war das sehr negativ besetzt. Also, das glaube ich tatsächlich, das ist ja auch ein bisschen sensibel. Was für uns immer ganz wichtig ist, das ist ja auch im Rahmen so einer Teams-Einführung oder auch für jedes andere Produkt, ist, alle Mitarbeitenden mitzunehmen. Das heißt, von Anfang an versteht erstmal jeder, was passiert. Und sonst können wir auch gar nicht weitermachen. Und erst dann wird jeder geschult und wird alles eingerichtet. Und dann geht es ans echte Arbeiten, also damit man da wirklich die Reihenfolge einhält. So. Und ganz zu Anfang haben wir schon gesagt, hör zu, es gibt zwei Mitarbeiterinnen in diesem Fall, die werden auch nachher eure Ansprechpartnerinnen sein für alle weiteren Themen, also sei es jetzt irgendwelche Fragen, wie kann ich was einrichten, also sozusagen die Super-User, glaube ich, sagt man dann auch wieder Neudeutsch, genau, und da war von Anfang an klar, dass sie die Übersicht haben. Das geht natürlich nicht in privaten Teams, wo diejenigen da nicht mit drin waren, das reicht aber tatsächlich schon, dass sie das in dem allgemeinen Team, wo alle Mitarbeitenden drin waren, gemacht haben. Jetzt muss man sagen, das waren auch wirklich zwei ganz charmante Mitarbeiterinnen, die das mit dem Lächeln so rübergebracht haben. Und dann ging es natürlich nicht so, dass irgendwelche Kommentare gelöscht wurden, sondern im Nachgang gesagt, Mensch, hör mal zu, dann hier ist noch Mittagessen über Post, hätte aber lieber an dem Kanal anstatt in dem landen müssen. Und da sind wir echt gut mitgefahren. Also da gab es noch, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube noch 6 oder 8 Wochen gab es da echt keine Themen mehr, dass irgendwas irgendwo anders gepostet wurde. Die waren auch immer schon bei der Eingewöhnung neuer Mitarbeiter dabei, also konnten da gleich schon sagen, Mensch, hör zu, hier ist die Kommunikationsrichtlinie und ich bin deine Ansprechpartnerin so und so hat es zu laufen. Also das, genau, passte da tatsächlich ganz gut. Ich glaube, das hängt einfach auch immer so ein bisschen davon ab, wie vielleicht empathisch oder wie freundlich man sowas rüberbringen kann, ne? Ich bin immer ein Riesenfreund von so einer Meta-Ebene, weil in dem Augenblick, wo man erklärt, warum man etwas verschieben oder löschen muss, wird das auch den meisten klar, weil es einfach erläutert wird. Was sie einfach nicht mögen, ist einfach, wenn man grundlos irgendwas halt dann löscht. Aber so, wenn es halt erklärt wird, dann geht das meistens sehr ziemlich gut. Löschen ist ja auch schon ziemlich hart, ne? Aber wenn kann ich mir schon vorstellen, das ist ja ein bisschen wie die Champions, die Multiplikatorinnen, die Key-Userinnen. Ich weiß nicht, ich glaube, bei allen unseren Kunden heißen die irgendwie anders, haben sich eigene Namen ausgedacht. Letztendlich ist es ja so, dass
dass das natürlich auch Menschen sein müssen, wie du schon sagst. Die müssen eine gewisse Empathie damit bringen und natürlich auf die Leute zugehen. Und da war das eben bei dem einen Kunden ein bisschen holprig, sag ich mal. Und aber ich, Teamspolizei, da muss ich nochmal, da schlafe ich nochmal eine Nacht drüber. Finde ich spannend, den Begriff. Gut, da kann man ja sonst auch nochmal über einen anderen Begriff nachdenken, falls die Polizei da schon zu radikal ist. Das kann man bestimmt ein bisschen netter sagen. Aber ich weiß nicht, Alex, wie ihr das macht bei so einer Einführung, aber wir gehen da gerne nach so einem Modell vor. Das heißt, wir gucken uns das Adka-Modell an. Es ist jetzt auch kein Geheimnis oder keine geheime Strategie. Es ist ja eine Methodik, die Microsoft auch unterstützt. So, und da kann ich ja relativ früh schon herausführen, wenn ich in den einzelnen Abteilungen bin und mir da auch anhöre, wer weiß überhaupt schon was oder wer hat überhaupt schon den Wunsch nach Veränderung, da höre ich ja relativ schnell auch raus, okay, welche Mitarbeitenden wären denn dafür geeignet, sowohl als Fahnenführer, Führerin voranzugehen, als aber auch einfach, da ein bisschen mit Feingefühl nachher nachzuhorchen. Weil uns ist bei so einer Einführung immer ganz wichtig, dass nicht wir hingehen und alles machen, sondern dass wir versuchen, jeden zu enablen, auch wieder Neudeutsch, das selbst so ein bisschen zu übernehmen, damit auch wenn wir weg sind, das Ganze so weitergeht. Ne? Unser Ziel ist es ja nicht, jetzt rund um die Uhr da irgendwie weiter zu sitzen, obwohl es in einigen Unternehmen wirklich schön ist, sondern dass es auch im Nachgang so weiterläuft und dass dann auch neue Mitarbeitende, die dazukommen, abgeholt werden. Und genau, also unser Ziel ist es dann wirklich zu sagen, ihr schafft das dann auch selber weiter und kriegt ja die Tipps mit an die Hand. Genau. Ich glaube, das ist jetzt auch die Standardvorgehensweise wahrscheinlich auch. Ne? So machen wir es auch, die Leute enablen, damit sie das dann irgendwann alleine machen können im Prinzip. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Es ist gleich schon halb. Ich habe dir das noch mitgegeben. So drei Tipps, die wir mitnehmen können. Wir waren jetzt ja schon bei der Einführung. Was können die... Vielleicht die Champions, die Multiplikatorinnen, die Key-Userinnen, was können die vielleicht tun, damit es besser wird? Du hast das angesprochen, Miteinander Kommunikationsrichtlinie, Rulebook. Ich hatte jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern bei Comsworth so eine Session mit Carolina zusammen zu dem Thema. Teams-Polizei nehme ich jetzt schon mal als einen Tipp gerne mit. hast du noch was, ein anderes, zwei, drei Tipps für uns, die Zuschauer hier vielleicht mitnehmen können für sich? Sagen können, Mensch, da ist eine Gefahr, das können wir eigentlich leicht lösen aus der Erfahrung heraus, damit wir nicht in Wildwuchs enden oder auch andere Tipps? Ja, also ich glaube, was tatsächlich ganz wichtig ist, ist in Unternehmen sich selbst einzugestehen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man schafft es nicht ohne externe Hilfe. Das ist jetzt auch keine Werbung für dich und mich, sondern es ist tatsächlich, ist es manchmal auch ganz schön, einen externen dabei zu haben, die da einfach einen anderen Impuls geben können, denn als Interner ist man da ja schnell so ein bisschen geframed und sieht auch nur das, was man sehen kann oder sehen möchte, oder das ist, das finde ich immer ganz wichtig, und dann auch rechtzeitig sich Hilfe dazu zu holen oder Unterstützung. Genau, und so passt es dann auch wieder ganz gut in dieses Adka-Modell, das heißt, wir fangen nicht an, irgendwas umzustellen, und das würde ich auch jedem raten, jetzt nicht bei jedem Microsoft Teams auf dem Desktop zu installieren, sondern wirklich zu diskutieren oder zu erklären, warum brauchen wir das, und im Idealfall kommen dann die KollegInnen selbst darauf, okay, das stimmt, das macht schon Sinn, und das wäre schön, wenn wir da was anderes nutzen könnten. Das ist ja mal das Beste, wenn es intrinsisch kommt, diese Erkenntnis. Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich das, wo, glaube ich, die meisten Fehler passieren, wenn einfach irgendwas wortlos eingeführt wird und alle ein bisschen überrumpelt sind, dann möchte es keiner nutzen und dann stimmt es missmutig. Und das wieder raus oder wieder gut zu machen, ist echt schwierig. Also da ist es wirklich schöner, von Anfang an zu sagen, wir machen es richtig und in Ruhe und nehmen uns Zeit und erklären das jedem, anstatt zu sagen, wir machen erstmal und sprechen nachher. Das ist in dem Fall schwierig. Genau, und ich glaube, dann hat man den größten Teil schon abgedeckt. Also dann hat man die ganze Kommunikation, jeder weiß Bescheid, man hat eine kurze Richtlinie, dass jeder versteht, was kann ich wo machen. Und dann, ja, so eine kleine Teams-Polizei ist da, glaube ich, ganz hilfreich. Und genau, auch nicht zu früh aufhören, sondern immer wieder nacharbeiten und auch immer nochmal so einen kleinen Impuls geben, auch wenn das Ding schon eingeführt ist, vielleicht immer nochmal über eine Lernplattform oder wie auch immer so ein paar Hilfevideos zur Verfügung stellen, weil es fällt ja nun nicht einem Mitarbeitenden super leicht, von Anfang an mit einer neuen Technologie zu arbeiten. Das ist eigentlich mal ganz schön, wenn man da vielleicht auch auf was zurückgreifen kann. Ja.
kann ich alles so unterstützen, was du gesagt hast, und dann auch dem Nachdruck geben, alle, die hier zuhören, macht das genau so. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit das nicht einfach nur top-down irgendwie befohlen wird und ausgerollt wird. Denn es verändert halt, wie wir zusammenarbeiten. Und zusammen ist schon das Wichtige dabei. Es ist eben nicht Outlook, wo jeder für sich arbeitet, sondern eben die Plattform für Kollaboration. Genau. Liebe Franzi. Ist es heute Abend Altweiber-Fastnacht ist. Also heute hätten wir wirklich in der zur Altweiber-Fastnacht am 11. Februar als Zivilpolizei kommen können. Aber wir waren nicht vorbereitet mit Kostümen. Leider bin ich kein Karnevalist und sehe ich das auch nicht verpasst. Für die folgenden Sendungen zur Folge hat die Teams-Polizei. Ja. Sehr schön. Ja, liebe Franzi, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Das war sehr spannend. Und ja, wir wünschen dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Du kannst gerne noch ein bisschen dabei bleiben, wenn du möchtest, oder eben dich deiner Familie wieder widmen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns demnächst irgendwann hoffentlich mal auch in person wiedersehen. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ja, also ihr seid alle eingeladen zum nächsten 12-Minute-Me-Event in Bremen, so es denn in naher Zukunft stattfinden kann. Da bin ich dabei. Jetzt muss ich das sehr schaffen. Schön. Auf jeden Fall. Ich bin so froh, mal wieder rauszukommen. Danke, Franzi. Sehr gut. Vielen Dank. Franzi. Mach's gut, ja. Schöne Grüße und alles Gute. Danke. Ciao. So, Ragnar, mein Lieber, jetzt muss ich noch mal ein bisschen hochscrollen in den Kommentaren und muss ich mal gucken. Mein lieber Andreas, was willst du mir damit sagen? Da grübel ich schon die ganze Zeit drüber nach. Bitte? Na. Ich wollte Andreas fragen, ob man es Alex ansieht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe hier vielleicht ein bisschen viel Licht oder so. Ich weiß nicht. Ich habe ja meinen Mini. Wie heißt das Ding nochmal? Teleprompter? Ich brauche da unbedingt was anderes. Kann kaum was lesen. Ich verschnitt eine Farbe. Ich sehe gut gepoint aus. Also ich bin... Ich muss es nicht so hell drehen. So, mein lieber Ragnar, ich will das Gewinnspiel machen und du hast uns jetzt was mitgebracht zum Thema Microsoft Viva. Richtig? Genau. Sehr gut. Richtig, dann genau, klinge ich mich mal ganz schnell aus hier und guck mal, wer das Headset gewonnen hat. Genau, okay. Empowers people and teams to be their best. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde euch mal 3 Minuten lang das Video zeigen von Microsoft, von einem Launch. Und spreche einfach ein bisschen über das Video drüber und zeige euch dann nachher noch mal eine Live-Demo passend. Hier sehen wir in Viva schon mal das erste halt Element Viva Connections. Und hier ist schon mal wichtig festzuhalten, Connections ist in Viva der Teil im Bereich Employee Experience, weil das ist ja so der Obertitel von Viva. Es geht also darum, dass man den Mitarbeiter ganz stark in den Vordergrund stellt. Weil man ja oftmals solchen Software-Tools wie Office 365 vorwirft, das sind halt einfach, ja, IT-Systeme, IT-Tools. Und hier soll durch Viva der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin in den Vordergrund und Fokus hergestellt werden. Und Viva hat 4 Hauptbausteine, nämlich erstmal die Viva Insights, Viva Learnings, Viva Tricks und Viva Connections. Ein paar Sachen sind schon heute verfügbar, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ein Modul oder ein Baustein oder eine Säule, das noch gar nicht aktuell greifbar ist, ist Viva Connections. Das seht ihr gerade hier auf dem Bildschirm. Und das ist quasi die Einsprungsseite auf dem Browser, aber auch in der mobilen App, die dann halt in den nächsten Monaten rauskommen wird, die Frage beantwortet, liebe Microsoft, ich nutze OneDrive, ich nutze SharePoint, ich nutze Teams, ich nutze Yammer. Könnt ihr mir nicht bitte eine einzige App geben, wo ich alle wichtigen, für mich relevanten Informationen personalisiert, kuratiert finde? Und genau das bietet nämlich jetzt Help Connections. Das sieht auf der Browser-Ebene dann halt so aus, wie eine halt, ja, klassische SharePoint, Blödsinn, klassisches falsche Wort, wie eine SharePoint Modern Experience, wenn ihr Communication seid. Aber ich sehe hier schon neue Elemente drin. Ich kann hier Aktieninformationen halt anzeigen lassen. Ich kann hier Aufgaben halt anzeigen lassen. Rewards. Hier ist ein Covid-19 Halbwertpart drin. Das heißt also, hier ist der Fokus wirklich auf ganz, ganz viele Informationen, die für mich relevant sind und die gar nicht mal alle aus dem SharePoint kommen müssen. Dann springe ich mal weiter hier in dem kurzen Video. Genau, so sieht die mobile App aus. Hier habe ich auch schon die Viva halt Insights
halt auch schon drin. Das heißt, es geht nicht nur um die klassischen ja, Nachrichten-Kuratierungen, dass ich quasi so eine Art Delph habe, wo ich also alle Neuigkeiten und Nachrichten halt sehen kann, sondern Viva Connections hat auch schon Teile von Insights auch drin, wo ich dann auch sehen kann, wie es mir gerade geht. Aber das wird noch viel, viel intensiver und viel stärker in den Vordergrund gerückt durch das nächste Hauptmodul, den nächsten Schwerpunkt und Säule, nämlich Viva Insights. Viva Insights gibt es noch nicht in der vollen Entfaltung bisher. Man kann sich so ein bisschen rantasten, indem man Viva Insights in einer Teams-App installiert. Ich gehe einfach halt auf Teams, gehe auf die Teams-Apps und sehe dann Viva Insights. Und da kann ich Stand heute sehen, wie meine Fokuszeiten sind, wo ich quasi für jeden Tag und für die ganze Woche planen kann. Ich möchte jeden Tag wirklich eine Stunde oder eineinhalb Stunden lang für mich haben, reine Fokuszeit, wo mich keiner anchatten darf, anrufen kann. Ich bin wirklich auf einen Halli-Stören-Modus und keiner stört mich hier. Und dann kann Viva Insights hier diese Fokuszeiten oder Protect-Zeiten dann planen. Darüber hinaus sehe ich bei Viva Insights schon Stand heute ebenso, wenn ich mal wieder jemanden kontaktieren sollte. Das heißt, ich werde darauf hingewiesen, dass ich zum Beispiel, weiß ich, jetzt irgendeinen ehemaligen Kunden oder einen Partner oder einen Mitarbeiter schon seit einem Vierteljahr nicht mehr halt angeschrieben habe, angerufen habe, angechattet habe. Da werde ich darauf hingewiesen, Mensch, du hattest doch früher so viel Kontakt gehabt, magst du ihn oder sie nicht mal wieder kontaktieren. Das kann Viva Insights schon heute in der Teams-App. Und von daher wird auch klar deutlich, dass also Viva das Zuhause eigentlich in Microsoft Teams überwiegend findet. Und was wir jetzt hier sehen, ist natürlich recht komplex. Ich habe hier jetzt also nicht nur Fokuszeiten, die ich halt tracken kann. Ich habe auch Coaching-Zeiten. Ich kann auch meinen Gemütszustand tracken, wie es mir gerade geht, wie es mir nach den Meetings geht, wie es mir nach dem Tag geht. Und dann kann Viva auch dementsprechend auf meinem Gefühlszustand basierend mir Empfehlungen geben. Zum Beispiel eine Meditation über Headspace halt anbieten. Headspace ist ja die bekannte Meditations-App. Ist Viva Insights so eine Mischung aus Tracking meiner Produktivität, Tracking meines aktuellen Stand, bin ich vielleicht kurz vor einem Burnout und so weiter oder bin ich überlastet, das kann es halt tracken. Und wenn man gerade auf Management-Ebene noch halt Auswertungen fahren möchte, wie es dem Team geht, dann braucht man ein Upgrade zu Workplace Analytics. Das heißt, also dann wird es auch dann kostenpflichtig. Die Einsichten für mich ganz alleine, die bekomme ich über die Viva-App dann halt angezeigt. Von daher finde ich das halt spannend, dass das Thema wirklich halt Wellbeing, Wohlfühlen jetzt in den Vordergrund gerückt wird. Und eben konnte man auch ganz kurz sehen in der Demo, dass man sogar auch angeboten kriegt, hey, du pendelst im Augenblick nicht, weil du halt im Homeoffice bist, du bist halt im Lockdown. Du könntest ja mal diese Pendelzeiten nehmen, um zu lernen. Und es wird einem halt empfohlen, in Viva Learning zu lernen. Und das sind jetzt so halt Einblicke rund um Microsoft Workplace Analytics. Das ist ein Upgrade, das man lizenzieren kann, wenn man mehr als 5000 Exchange Online-User hat und wenn man mit Microsoft ein Enterprise Agreement vorliegen hat. Das heißt, man kann das jetzt also nicht ohne weiteres oder auch nicht per Trial einfach so mit einem Klick aktivieren, sondern wie gesagt, 5000 Exchange-User muss man haben und ist auf jeden Fall eine spannende Lösung. Aber auch in Deutschland nicht ganz unbestritten oder unumstritten, weil es einfach für den Betriebsrat Diskussionsfläche bietet. Genau, der Carsten fragt, Viva kostenpflichtig. Also genau, Viva ist erstmal Viva Insights ohne diese Workplace Analytics, ist erstmal kostenlos als Teams-App. Viva Connections, da habe ich noch keine Preisinformationen vorliegen. Viva Topics kostet 5 Dollar pro User pro Monat. Und bei Viva Learning gibt es auch noch keine Sucherpreisinformationen. Von daher ist es noch ein bisschen, also gibt es im Augenblick noch keinen Viva-Gesamtpreis. Mal schauen, ob wir halt Microsoft nochmal halt kommunizieren möchte. Aber da habe ich jetzt keine Informationen. Das ist jetzt so ein Screenshot zum Thema, wie passt es sich Bulletin? Ja, ich habe das jetzt. Matthias, könntest du bitte mal die Frage nochmal erläutern? Was meinst du mit Bulletin? Meinst du damit ein Bulletin Board, also so klassisches Forum? Ja, und Henning möchte gerne wissen, welche Funktionen bietet Viva, die nicht schon sonst vorhanden sind. Also
dieses Thema Viva Learning, was wir halt jetzt gerade sehen, diese Lernoberfläche, gab es vorher noch gar nicht. Viva Learning, was wir hier haben, ist eine kuratierte Übersicht über alle Lernangebote. Und hier geht Microsoft einen sehr, sehr offenen Weg. Microsoft geht einen Weg der Anbindung und Integration von Lern-LMS-Applikationen. Da gibt es Anbindungen von Coursera, von edX, von Saba, von SAP SuccessFactors. Das heißt also, ganz viele Platzhirsche im Bereich LMS und E-Learning werden über Viva Learning halt angebunden. Logischerweise auch LinkedIn Learning, weil ja LinkedIn zu Microsoft gehört. Von der ist Viva Learning natürlich auch als Teams-App in dem Teams-Hub eingebunden. Die Möglichkeit, wirklich einen Überblick zu kriegen über alle Arten, wie ich lernen kann. Und ich kann mir auch mit Viva Learning meine eigenen Lernpfade generieren, wo ich also wirklich dann mir selber meinen Lernentwicklungs- und Karriereentwicklungsplan selber schneiden kann. Meine Manager können dann meinen Lernfortschritt sehen und tracken. Und so habe ich quasi dann meinen Lernpfad und Lernfortschrittsmessung und auch Zertifikate können halt generiert werden. Und trotzdem sind die Klassiker aus dem Bereich wie SAP und so weiter oder Saba sind weiterhin halt integriert. Und auf die Frage nochmal hier von Henning, die Sachen gab es vorher einfach gar nicht. Also bei Viva ist eigentlich alles neu. Nur, dass ein paar Sachen kostenlos vorhanden sind und bekommen halt durch ein Upgrade noch halt weitere Preise. Durch ein Upgrade noch höhere Funktionalitäten. Hier zum Beispiel, wie man sich so ein Viva Learning halt Lernpfad halt basteln kann. Und ich kann natürlich auch jedes Lernelement dementsprechend werten, liken, kommentieren und dadurch kommt es natürlich im Ranking höher. Und die Manager können halt dann den Status des Lernfortschritts messen. Ebenso kann das natürlich dann auch dann die HR-Abteilung machen. Und man kann über Teams, über das ganze Lernen sprechen. Das heißt also, Viva Learning ist im Prinzip das, wo man organisationsweit, unternehmensweit lernen kann, gemeinsam lernen kann, über Lernen sprechen kann, auf Metaebene sprechen kann, über Lernerfahrungen. Aber ich kann auch meinen individuellen Lernplan machen und konzentriert lernen. Habe auch eine Yammer-Integration dabei. Und jetzt springe ich mal kurz zu Viva Topics und da gehe ich mal in die Live-Demo hier bei mir rein. Springe hier mal kurz aus dem Video raus. Und jetzt solltet ihr meine Live-Demo sehen. So, ich habe mir jetzt mal ein Viva Topic Management Center halt angelegt. Das sieht also folgendermaßen aus. Ich war in der Administration drin und habe mir Viva Topics in der Administration halt geholt. Habe das dann unter diesen halt organisationsweiten Settings habe ich mir das halt eingestellt und habe jetzt hier in der Administration sogenannte Topic Experiences habe die Möglichkeit, dass ich bei Viva Topics sagen kann, bitte alle SharePoint-Seiten sollen Viva Topic fähig werden. Und ich möchte keinen Topics halt ausschließen. Das heißt also, hier mache ich schon mal die Konfiguration, man nennt es immer im Englischen den Scope. Picke ich mir SharePoint-Seiten raus, wo es aktiviert werden soll, oder mache ich halt alles? Und sollen diese Viva Topics für alle sichtbar sein oder soll es nur für eine kleine, ganz kleine Gruppe an Mitarbeitern sichtbar sein? Weil diese Topics sind im Prinzip Wissensthemenfelder, die übergreifen und sowohl in Yammer, SharePoint, Teams dann halt Gültigkeit finden. Sie sind quasi so wie so eine Art Wiki-Schlagwort, dann halt ein so ein Hyperlink, wo man aus Teams, Yammer und so weiter dann die Sachen dann verbinden kann. Und ich habe die Berechtigung von Viva Topics, dass also jeder auch dann halt Viva Topics halt erstellen kann und halt editieren kann und bearbeiten kann. Das sind Sachen auf der Administrationsebene. Jetzt habe ich hier mal halt ganz kurz ein Viva Topic Seite mir halt erstellt. Habe jetzt mal so zwei Topics mal angelegt. Eins heißt Working Out Loud, Woll. Das andere heißt halt Lern OS. Und dann kann ich jetzt hier gleich drauf gehen und komme dann zu unterschiedlichen Viva-Topic-Seiten rüber. Das wäre jetzt zum Beispiel die Topic-Seite für Working Out Loud. Und da habe ich dann halt dementsprechend meine relevanten Seiten, meine relevanten Dokumente, habe die Personen, die da dafür Wissen haben, habe die Seiten, die mir halt empfohlen werden. Und ich sehe gleich auch, was zu meinen Viva-Topics noch relevant ist. Das heißt also, hier werden automatisch eine Verbindung generiert
sodass ich nicht nur sehe, welche Seiten und Dokumente und Menschen wichtig sind für meine Themenfelder und Topics, sondern welche anderen Themenfelder auch noch dazu zusammenspielen und kann dann halt gleich drauf gehen und kann dann hier dann halt weitergehen. Und habe dann natürlich weiterführend SharePoint-Gruppen, ich habe Yammer-Gruppen halt eingebaut und habe so meine Topic-Seiten unter einer Topic-Management-Seite, kann die Topics auch über Yammer halt einbinden und kriege quasi so eine kuratierte Seite rund um meine Topics. Und wenn ich jetzt hier auf Yammer zum Beispiel nicht mit Hashtags arbeite, sondern ich würde jetzt mit Yammer arbeiten und dort Topics pflegen, würde das also alles unter einer Topic-Seite dann halt erscheinen. Und der weitere Vorteil ist, wenn ich jetzt eine ganz normale SharePoint-Seite mir aufmache, eine ganz normale schlichte SharePoint-Seite und ich wähle dann das Viva Topics Webpart aus, dann habe ich diese gleiche halt Anbindung auch dort. Und der große Mehrwert ist, in dem Augenblick, wo ich dann in meiner Viva Topics-Seite ein Wort erwähne, wie LernOS oder Working Out Loud, Woll, wird automatisch ein Hashtag generiert. Und so bekomme ich dann diese Hyperlinks, wie man sie aus dem Wiki kennt, automatisch generiert. Das ist so die große Gag an der ganzen Sache, dass ich wirklich auch mir meine eigenen Wiki-Seiten selber basteln kann, weil in dem Augenblick, wo ich diese Klammer setze, wird dann dieses Topic halt erwähnt. Gibt es bis dahin erstmal Fragen? Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Wir haben eine ganze Menge Fragen tatsächlich. Genau, dann mache ich mal kurz Schluss und beantworte erstmal die Fragen. Genau, jetzt gucken wir mal. Wir hatten ja ein paar zwischendurch schon drin. Ich weiß gar nicht, welche du jetzt schon alle beantwortet hast, aber da ging es hier weiter nochmal. Achso, hast du schon eine eingeblendet? Genau. Genau, der Unternehmens-Admin hat die völlig freie Wahl. Das heißt, also Viva Christian hat 4 Module. Und der Administrator kann jedes einzelne entweder aktivieren oder halt deaktivieren. Also das heißt, es gibt Viva nicht als ein großes Package, sondern ich kann sagen, nee, ich finde zum Beispiel Viva Topics wichtig aus Wissensmanagement-Sicht, möchte aber Viva Insights nicht haben, weil das ist vom BR nicht freigegeben und so weiter. Also das heißt, ich kann das ganz granular, jedes Modul aktivieren oder deaktivieren. Boah, Sören findet es nicht. Nein, Sören, ich habe das in meinem Tenant auch. Mein Tenant ist definitiv deutsch. Wenn du in die globale Administration gehst, Sören, und dann unter den Lizenzen schaust, die du hinzubuchen kannst, da kannst du das kostenpflichtig tun oder eine 30 oder 31 Tage lange Trial-Demo-Version dir anfordern. Das heißt, Viva Topics ist kommerziell, kostet halt $5 pro User pro Monat. Und lässt sich da quasi als Trial in der Global Admin hinzubuchen. So, Michelle hat noch eine Frage. Suchen in Topics? Ja, ganz hervorragende Frage. Genau, wir haben also bei Topics im Prinzip 5 Hauptkernelemente. Die Topic Pages, die Topic Cards, dann die Topic Suche, das Topic Management und dann die Topic Analytics. Und von daher ist die Suche dann auch da. Und ich kann jetzt hier oben drüber gucken, ob es schon funktioniert. Ich gebe jetzt zum Beispiel mal irgendwie Working Out Loud ein, Woll, und dann müsste jetzt hier die Suche auch mir das Topic halt gleich anzeigen. So, mal gucken, ob es schon funktioniert. Genau, jetzt ist sicher schon die Working Out Loud Woll-Seite, ich kann es ein bisschen größer machen hier, das wird hier als eigenes Topic halt angezeigt. Erstmal nur im Browser, dürfte aber dann relativ bald auch dann auf der Windows 10 Suche ebenso gehen. Sehr gute Frage. Sehr gut. Und dann haben wir noch Carsten. Das weiß ich nicht, wirst du auch nicht wissen. Da müssen wir mal positiv. Nee, ich habe wirklich alles jetzt mal durchgescannt. Wir haben im Augenblick noch keinen deutschen Materialien. Also das Einzige, was irgendwie deutsch ist, ist die Pressemitteilung von Microsoft. Alles andere an Tech-Community-Dokumenten und FAQs ist im Augenblick alles halt Englisch. Wir haben im Augenblick keine einzige Dokumentation auf Deutsch vorliegen. Weder die Marketing-Sachen noch die technischen Dokumentationen sind gerade alle halt auf Englisch. So, Angela kommt noch. Preisinformationen. Genau. Bisher haben wir ja nur Topics, glaube ich, ne? Mit 5 Euro pro User. Topics pro Monat. Kostet $5 oder 5 Euro pro User pro Monat. Viva Insights ist in der Version erstmal kostenlos.
kostet erst dann Geld, wenn man die Workplace-Analytics-Funktionalitäten da gerne mithaben möchte. Für Learning und für Connections habe ich noch keine Preisinformationen vorliegen. Okay, dann haben wir, warte mal, jetzt bin ich hier durcheinander gerutscht. Henning nochmal. Ja, dass man mit dem Topic ein internes Wikipedia machen kann, genau. Jetzt kommen wir so ein bisschen in einen Punkt rein, der spannend ist, Henning. Es gibt ja noch ein kleines Konkurrenzprodukt zu Viva Topics, nämlich SharePoint Syntax. Und eigentlich war SharePoint Syntax auch dafür konzipiert, dass es Wissensmanagement auf SharePoint-Basis liefert. Und mir ist es im Augenblick noch nicht exakt klar, wie sich Viva Topics und SharePoint Syntax gegeneinander halt abgrenzen oder ob die dann irgendwann halt verschmelzen. Jedenfalls ist Project Cortex, woraus der SharePoint Syntax entstanden ist, jetzt mittlerweile passé, weil Viva jetzt halt die Zukunft ist. Also in anderen Worten, wir sehen gerade eine halt Evolution und spüren gerade, wie sich andere Projektnamen auflösen und neue Lösungen gerade verschmelzen, die aber noch nicht ganz so rund sind, aber jetzt dann in den nächsten Monaten, wird dann die Story runter. Ja, Sören wird es jetzt auch runter, er hat sie mich gefunden. Ja. Angela freut sich auch, vielen Dank. Und Heino, der musste ja kommen, war ja auch schon fast eine Vorlage irgendwie, ne? Den Elfer hätte man machen müssen, also Viva Polizei. Genau, auf jeden Fall. Mit Volley genommen, Heino, ja. Hervorragend. Gut, ja, das ist so das, was an Fragen reingekommen ist. Ragnar, dann, ich glaube, es wird spannend. Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über Microsoft Viva gesprochen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann würden wir mal überleiten zu den Community-Talk. Tja, zack, 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 einmal schnell geteilt, da ist er schon. So, genau, ich darf wieder von Michael Gret zeigen, die SharePoint Social User Group Meetings. Hier habt ihr die Gesamtübersicht, was euch die nächsten beiden Monate erwartet, jetzt im Februar und März. Für April habe ich auch schon welche gesehen, also es füllt sich langsam wieder. Dann haben wir natürlich nächsten Dienstag ACM Teams, die User Group, zum Thema Champions werden wir uns austauschen oder Multiplikatorinnen oder Key-Userinnen oder Polizisten und Polizistinnen, wie auch immer wir das so nennen wollen. Das wird aber unser Hauptthema sein, was können die Champions eigentlich so machen bei den Teams-Einführungen. Das können wir uns am Dienstag an. Dann haben wir noch eure Veranstaltung geht das ganze Jahr über. Wir haben jetzt mal den 24. Februar rausgepickt, denn Ragnar, wir werden da auch bei sein. Ich werde ein bisschen sprechen über die Homeoffice-Technik, die wir hier so im Einsatz haben. Welche Kamera braucht man eigentlich? Wie ist das mit dem Licht und Best Practices teilen? Was hast du für ein Thema? Working Out Loud und Office 365. Da geht es natürlich dann auch wieder um Viva Topics und so weiter, nicht wieder voll im Element. Ja. Genau, könnt ihr hier mit T1P.de 34WK auch dran teilnehmen. Ist ein kostenpflichtiges Event, aber denke ich, sehr, sehr gut. Tolle Redner dabei. Schaut es euch einfach mal an. Sensationelle Umgebung, die wir da haben. Dann haben wir einen Tag drauf, den WBSC Web Day mit Manfred Helber vom WBSC Club. Haben wir einen Tag komplett rund um Teams das Thema. Bin ich auch mit zwei Sessions sogar dabei. Schaut einfach mal rein, geht den ganzen Tag über und wird, glaube ich, auch aufgenommen. Könnt ihr also auch on demand euch dann nochmal anschauen. Das ist jetzt ein kostenloses Seminar. Und dann natürlich von Mr. Power Magic, Andreas Schlüter, Antje und Sandra, das einfach M365. Die drei Tage, 22, 23, 24, nee, 25, Entschuldigung, sind sogar vier Tage. Eine ganze Woche, einfach M365. Mit den hier genannten Themen und kostenlos könnt ihr daran teilnehmen. Hier nochmal der Link zur Anmeldung. Die Agenda steht jetzt auch fest. Die Sprecher sind announced. Schaut einfach mal rein. Ich habe meinen Part, glaube ich, am 23.02. Ich werde mich über Whiteboard reden. Freue ich mich total drüber, sonst rede ich ja immer nur über Teams. Und ich finde das Whiteboard ja so geil. Und ja, das war Thema hier. Habe ich mir natürlich sofort geschnappt. Will ich euch ein bisschen was über Whiteboard in Windows. Und Alex, denk dran, ich habe es dir schon letzte Woche gesagt, schau dir das Scott Hanselman-Video an zu halt Whiteboard. Das ist so ein geiler halt OBS-Trick. Du wirst es lieben. Sensationell, genau so werden wir es tun. Genau, und ihr könnt dann zuschauen, was daraus geworden ist. Ja, das soll es schon gewesen sein. Jetzt muss ich ein bisschen, ich muss noch mal in die Kommentare gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich nicht eins hätte vielleicht auch mal bringen müssen, denn unser Gast, unser sehr treuer Zuschauer, Tomislav, ich glaube, ihr habt auch noch ein Event, oder?
Habe ich da irgendwas übersehen? Power-Plattform-Event, genau. Ich muss noch mal ganz kurz die Zeit rausgucken. Ist vielleicht nicht unbedingt in Erinnerung, Teams, aber hätten wir ja sonst auch noch mal zeigen können. Aber ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen vorne bei. Das Global Bootcamp. Ich bin drüber gestolpert. Ich mach mal währenddessen eine kleine Recherche. Ne, hier war das doch. Da, guck mal, 16.02. MSCCCH, Programmieren mit Kindern, war das das? Ich weiß es nicht genau. Sorry, Tom Islav, ich bin nächstes Mal besser vorbereitet. Ja, 20.02., das ist schon richtig, genau. 20.02. Hannover Global Power Platform Bootcamp. Genau. Also, wer jedes Mal zuschaut, der soll natürlich auch hier kommen, da kommt es schon rein, habe ich mir schon gedacht. Da. Ja, klar. Oh, sorry, jetzt haben wir beide geklickt. So, genau, am 20.02. Hervorragend. Gut, dann dann ist das, glaube ich, jetzt das Ende hier gewesen und dann wollen wir noch das Gewinnspiel schnell auflösen. Zack, zack, zack. Wo ist mein Jingle? Wo ist mein Jingle? Wird ja schon wieder eine Punktlandung hier. Also, ich habe mich sehr gefreut, denn heute hat gewonnen. Genau, so habe ich auch geguckt, als ich die Auslosung gemacht habe, habe gesagt, was ist jetzt da passiert? Beide? Ja, wir hatten eine Frage diesmal im Gewinnspiel drin. Und man konnte ankreuzen A oder B oder A und B. Da hat jetzt einer bei dem Namen beide eingegeben. Ja, ich habe mir das jetzt gegeben. Es tut mir leid. Ich habe jetzt mal rausgesucht aus der Excel-Datei, wer es denn war. Es war vielleicht auch schlecht beschrieben von mir. Manuela, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Headset. Das Poly Blackwire 8225. Ich zeige es dir nochmal. Oder Ragnar, hast du es noch da liegen? Ich habe es hier da liegen, genau. Ich suche es auch nochmal. Genau, ja. Mit roten Kabel, kein Blackwire, Redwire. Ein Redwire. Genau, so, also Manuela, herzlichen Glückwunsch, kriegst eine E-Mail von mir, dann schicken wir dir das raus. Und an der Stelle sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder mal. Wir haben ja Punktlandung. Wir sehen uns gleich auf Clubhouse, wer Lust hat. Wir reden über das Thema Ziele und wie wir unsere Ziele erreichen können. Also Teams abseits der Technik, Resilienz am Arbeitsplatz. Freuen wir uns sehr gleich drauf auf euch. Ragnar ist natürlich auch wieder mit dabei und Thomas Seliger als Resilienzexperte. Nächstes Mal, oh shit, das habe ich jetzt vergessen, Mensch. Nächstes Mal kommt, das wollte ich ja noch ankündigen jetzt, Arik wird kommen. Ja, Arik Jung wird uns nämlich als neuer Programmpunkt in der Zukunft unterstützen, als quasi Mr. Teams Device Experte. Ja. Wir werden immer wieder von Arik dann hören, der einen eigenen Slot kriegt bei uns in der Show zum Thema Teams Devices. Immer wenn was Neues kommt, werden wir darüber sprechen. Beim nächsten Mal vielleicht ja schon, Arik hat es mal so angekündigt, Surface Hub 85 Zoll hat er mir irgendwas durchklingeln lassen. Aber ich will natürlich noch nicht zu viel verraten. Vielleicht kann er es dann selber erzählen. Und natürlich Michelle Mr. Powermatic. Michelle durfte den Arik kennen, glaube ich. Bitte? Die Michelle durfte den Arik kennen. Ja, wahrscheinlich. Kommt noch so im gleichen Stall. Genau, also, und Mr. Power Magic wird wieder mit dabei sein mit einer neuen Folge. Ja, freuen wir uns sehr drauf. Bis zur nächsten Woche, sage ich also an dieser Stelle. Schön, dass ihr wieder zugeguckt habt. Und Ragnar, wo bist du denn? Wo bist du denn? In 30 Sekunden treffen wir uns im Clubhouse. Ja, sensationell. Achso, ich muss. Macht euch was zu trinken auf. Das läuft hier nicht gut. Machen wir auch. Alex. Genau. So, dann, also, bis gleich. Tschüss. Ciao.